Ja, wir waren ja immer auf dem Sprung, immer irgendwie nächstes Projekt, nächstes Projekt. Und es ist so verrückt, weil uns vieles gar nicht so bewusst war, was wir eigentlich schon alles gemacht haben, was wir schon erleben durften. Und es ist gerade auch so eine kleine verrückte Phase, weil man checkt es noch nicht. Lisa und Lena Mantler sind ein Social-Media-Phänomen im Doppelpack. Bereits im Alter von zarten 13 Jahren erobern die Zwillingsschwestern die sozialen Medien. Beinahe 20 Millionen Menschen folgen den beiden auf Instagram. Das Internet ist ihr Zuhause, doch nun erobern sie neues Terrain, die Kinoleinwand. Im Film Get Up stehen sie gemeinsam vor der Kamera. Die Geschichte handelt von den Zwillingen Alex und Juli, von der Leidenschaft für das Skaten und den unterschiedlichen Zielen der Schwestern. Eine Zerreißprobe. Der Film hat eine Parallele zum wahren Leben. Denn so eng die Bindung von Lisa und Lena auch ist, manchmal muss man auch seinen eigenen Weg gehen. Das erzählen die beiden bunte live im Interview. Wir wissen, wir sind stärker zu zweit, weil wir ergänzen unsere Schwächen einfach, was voll das Blessing ist. Aber klar, es war echt hart auch so zu hören, hey, allein wirst du nicht funktionieren. Das war für uns dann ein Punkt, hey, und wenn wir allein nicht funktionieren, dann ist es so. Dann geben wir uns wenigstens die Zeit, das auszuprobieren. Und das ist jetzt schon schön. Lena, die jetzt dieses Jahr schon so viel allein gemacht hat, da bin ich richtig stolz, weil ich schon Lena gesagt habe, hey Lena, du kannst es auch allein machen. Und es ist schön, wenn andere Leute das jetzt auch sehen. Eine große Veränderung im Leben der Influencerinnen ist die Hochzeit von Lisa. 2022 überrascht sie ihre Fans mit der Verlobungsnachricht. Ihre Traumhochzeit ein Jahr später teilt sie mit diesen Fotos im Netz. Ich glaube, das können bestimmt ganz viele Zwillinge auch nachvollziehen. Mhm. Das ist eine super interessante Phase. Es ist wie so eine neue Selbstfindung auch, wenn man mal ganz alleine in Situationen reingeht. Aber es ist auch super wichtig, gerade um sich wirklich zu 100% alleine mal zu finden. Sich selbst und auch eine neue Leidenschaft haben die beiden in der Schauspielerei gefunden. Auf dem roten Teppich der Premiere macht das Lampenfieber jedoch auch vor den Medienprofis keinen Halt. Deswegen sind wir auch so aufgeregt, weil wir merken, ah krass, jetzt dreht es sich so voll um uns alle und es ist total crazy, aber es ist echt schön. Manchmal teilen sich die Lebenswege, überkreuzen sich aber immer wieder. Das große Schauspielprojekt meistern die beiden Seite an Seite.